Hallo und herzlich willkommen in meinem Ideenreich. Ich bin Jasmin und heute, ja, gibt es natürlich keine Weihnachtskarte, einen Tag vor Heiligabend. Trotzdem wollte ich die 3 Tage noch nutzen, um euch noch andere Varianten zu zeigen. Auf meinem Blog hatte ich schon die hier. Das sind Schachteln, die selbst schließend sind. Also da kann man zum Beispiel einen schönen Gutschein schreiben noch und reinlegen. Ich hatte so lange Marzipanstangen. Die haben da auch super reingepasst. Also das findet ihr auf meinem Blog. Das Stempelset ist übrigens coole Wintergrüße. Und dann habe ich natürlich noch zum Abschluss noch eine Explosionsbox. Ihr wisst, die mache ich sehr gerne. Das ist eine tolle Geschenk. Idee. Und diesmal habe ich die Jungs und Mädels hier von den coolen Wintergrüßen eingebaut. Das Prinzip ist wie immer dasselbe. Ihr wisst, ich nehme ja so kleine Acetatstreifen und dass man da nicht so sieht. Die verstecken sich ganz gut im Hintergrund. Hier hätte man noch Platz für Gutschein oder Geldgeschenk. Das ist auch übrigens das könnt ihr auch noch nach Weihnachten basteln, weil das ist auch eine tolle, ja, Geburtstagskiste, würde ich sagen. Oder ja, kleiner Gruß. Jetzt ist man ja nicht zu Neujahr irgendwo eingeladen, aber das wäre auch ein tolles Mitbringsel, würde ich sagen, für guten Rutsch. Wo wir dann auch schon beim guten Rutsch wären, das möchte ich heute mit euch basteln. Es geht natürlich nicht um den Weihnachten, sondern um den guten Rutsch. Und weil oft, also merke ich in meinen Workshops, dass wir die Kullerkarten machen und es funktioniert nicht. So, der dreht sich auch nur, wann er will, also der hat nicht immer Bock dazu. Deswegen habe ich hier den Schlitten angeleint. Und ihr seht, das Prinzip ist dasselbe wie bei einer Kullerkarte, nur ihr helft nach und ich finde das klasse, weil ja der so schön darunter fährt und das ist bestimmt auch Spaß, wenn man das Kindern verschenkt oder Familien mit Kindern. Ist das eine tolle Karte beim Auspacken. Das Einzige, was wir heute verändern werden bei dieser Karte, ist das hier. Das war mir dann beim Machen aufgefallen, dass da ja jetzt der blaue Strich ist, die Karte als Hintergrund. Wir machen dann einfach nur einen Streifen weiß zusätzlich rein und ich glaube, das gefällt mir besser als das blaue. Aber ich wollte euch auch mal meine, ja, wie sowas entsteht. Also das ist mein erster Prototyp. Und wir machen es jetzt eine Spur besser. So, fangen wir an. Das ist eine A5-Karte. Das heißt, wir brauchen einen A4-Bogen in Babyblau und euer Schneidebrett. Hier scheiden sich die Geister, also entweder 14,8 oder 14,85. Ich versuche das immer später mit dem Falzbein noch ein bisschen nachzufalzen, dass es genau Kante auf Kante liegt. So. Kante ist fertig. Dann brauchen wir vom Stempelset geschwungene Weihnachten. Die kleine Schneeflocke hier oben. Das ist der Stern. Da ist er. Dann euer Versamark und Embossingpulver in Weiß. Und jetzt mache ich mir im oberen Drittel einfach ein paar Schneeflocken.
das war jetzt ziemlich gleichmäßig. Also mir gefällt es lieber, wenn es ein bisschen wilder schneit. Aber da müsst ihr dann mal gucken, was euch besser gefällt. So, diesmal habe ich vergessen, den Buddy zu benutzen. Jetzt sind da noch einige Krümel drauf. Macht aber nichts, weil wir später noch ein paar extra Schneeflocken draufmalen. Das werdet ihr gleich sehen. Ich brenne das jetzt erstmal ein und dann melde ich mich gleich wieder. So, als nächstes schneiden wir uns den Schnee zu. Das heißt, ihr braucht zweimal Farbkarton in Flüsterweiß. Ja, ich weiß, der geht aus dem Sortiment. Dann, wenn ihr keinen mehr habt, nehmt ihr Grundweiß. Es muss auf jeden Fall der extra starke sein. Zwei Stück in 9,5 und die 21, die ihr ja auf der Seite von einem A4-Bogen habt, der bleibt. Also, hier geht es ja ein bisschen runter und deswegen schneide ich mir das jetzt auch schief. Und zwar einfach mit der Schere und spektakulär, weil man sieht es ja später gar nicht. Gucke ich jetzt einfach mal ein Stück ab, sodass das nur auf der Seite hier ist. So. Das klebe ich mir jetzt schon drauf. Und dann nehme ich mir den zweiten Bogen vor, den wir ja zugeschnitten haben. Und jetzt brauchen wir aus der Produktreihe Coole Wintergrüße bzw. aus den Stanzfarben die Winterfreunde dieses lange gestickte, ja, geschwungene Teil. Damit könnt ihr euch jetzt die Schneeberge sozusagen machen. Und zwar brauchen wir die Stanzmaschine. So, und ich bin jetzt hergegangen und habe einfach nur hier oben angelegt, dass es direkt hier an der Ecke abschneidet und einmal runter die komplette Länge von dieser Stanzform. Das könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr steiler gehen wollt, ob ihr nicht so steil gehen wollt, ob ihr das Ganze flacher halten wollt.
erster Teil. Und jetzt kommt der zweite Teil. Das heißt, ihr nehmt euch das größere Stück. Habt ihr jetzt das hier unten abgeschnitten. Und hier macht ihr euch auch einfach nochmal, ihr könnt auch gerne die, also ich habe das jetzt so gehabt. Ihr könnt es auch gerne rumdrehen, dass es eine andere Form von Hügel gibt. Und dann einfach nochmal, ich mache das auch jetzt flacher. Könnt ihr das sehen? Moment. Ich hole es mal raus nochmal. Also ich mache das jetzt auch ein bisschen flacher. Das muss jetzt gar nicht mehr bis nach unten gehen, sondern ja, wie es euch gefällt. Wenn ihr das jetzt nicht genau trefft, wie ich hier, dass hier noch so ein Stück absteht, ist kein Problem. Da kommen später Bäume dran, drauf. Die verdecken das Ganze. Also ich habe es jetzt dann einfach abgeschnitten mit dem, mit der Schere. So, also so ist es richtig. Jetzt schauen wir mal, ob ich richtig abgeschnitten habe. Also, wie erkläre ich euch das jetzt? Also, das war so. Und das war so. Gut. Der hier wird rumgedreht. Ihr solltet vielleicht nicht wie ich darauf achten, dass eure Stanzplatten von der Stanzmaschine noch nicht mehr so alt sind. Also sie sollten schon neuer sein, weil ihr seht, dann wird so ein bisschen durchgedrückt. Stört mich jetzt weniger. Schnee ist ja auch nicht nur glatt. Ja, so ein bisschen waren meine schon zu alt. So, und die hier rutscht ihr einfach ein Stück rüber. Und das ergibt eure Linie, eure Schiene sozusagen für den Schlitten später. Also nehmt ihr euch jetzt Dimensionals und die linke untere Ecke einmal rumdrehen. Dimensionals drauf machen. Aber achtet darauf, dass hier an der Seite, wo die Führung, die Schienenführung ist, sozusagen nicht direkt die Dimensionals kleben, weil sonst ja, geht eure Schiene nicht durch, also eure Führung vom Schlitten später. So. Fast zu nah. Oh, diese die kleben wie Zunder. Da muss man aufpassen. So. Jetzt in die untere Ecke. Einfach ganz normal, wie es passt. Und dann nehmt ihr euch das Große vor. Auch hier schaut ihr, das hier ist eure Führung, die Schiene sozusagen. Also hier an dieser Stelle nichts kleben. Bei dem anderen schon, da ist es egal oben. So, die lege ich mir jetzt erstmal nur hin. Das war, ja, okay, habe ich euch vergessen zu sagen. Dass wir das hier rüberschieben, wird ja hier ein Stück abgeschnitten. Das habe ich jetzt vergessen und habe die zwei drauf, aber gut. So, wenn ich die ungefähr habe, ich würde sagen, ein bisschen weniger als ein Zentimeter. Von der Breite her klebe ich mir erst das hier unten drunter. Also wie gesagt, das ist hier das hier. Dreht es euch einfach rum und dann
wenn ihr das drauflegt, schneidet hier das Stück ab. Also legt es euch erstmal oben drauf, um zu sehen. Ups. Und dann kann man das Stück unten drunter schieben, erstmal, bevor man das große Teil aufklebt. Und ich würde es mit Tombow aufkleben, also mit Kleber, und nicht mit Dimensionals, dass es einfach auch noch mal ein bisschen 3D-Effekt gibt. So. Das schiebe ich jetzt einfach unten drunter. Hier schön an den Rand legen. Und dann klappt das. So, jetzt muss ich noch mal gucken. Die zwei brauche ich ja gar nicht. Das war zu viel. Also rechnet das mit ein, dass wir ja ein Stück weniger von diesem Bogen haben. So, jetzt noch mal hier gucken. Hier oben anlegen, hier unten anlegen. Und hier circa, ja, 0,7, 0,8 Zentimeter. So, dann könnt ihr das ganz normal rumdrehen. Die Dimensions können wir wegmachen. Abschneiden. Und schon ist eure Schneelandschaft fertig. So, wenn ihr jetzt hier oben guckt, das steht natürlich sehr ab. Dann nehme ich mir ein kleines Dimensional, weil bis hier oben kommt es ja nicht, der Schlitten. Und dann kann man hier ganz oben vorsichtig noch ein Dimensional aufkleben. Aber das versteckt sich ja jetzt sowieso durch die Bäume, die da oben hinkommen. So, also ich wollte euch jetzt keinen Vorspulen und also Schnelllauf und Musik wollte ich euch ersparen. Deswegen habe ich alles vorbereitet. Mittlerweile wisst ihr ja, aufstempeln, ausmalen, ausstanzen. Ich habe die Jungs und Mädels hier alle mal fertig gemacht, was wir brauchen. Ich zeige es euch aber noch mal. Also, ihr nehmt das Set Coole Wintergrüße und bis auf diesen süßen, bis auf die süße Seeruppe habe ich alle benutzt. Ihr braucht den mit dem Schlitten, den Pinguin und den Hasen. Und ein kleiner Trick beim Pinguin. Für mich ist der Pinguin vom Anmalen her, hat mir das alles nicht gefallen. Deswegen habe ich einen schwarzen Kopf gemalt. Bei Schwarz ist klar, dann verschwinden die zwei Punkte, die ihr euch gestempelt habt mit dem... Moment... Das war jetzt der Vorzeigeeffekt. Ich zeige es euch schnell. Also ihr stempelt euch den Pinguin auf. Und bevor ihr ihn koloriert, nehmt ihr euch einen Stift. Ich hoffe, ich habe jetzt einen dünnen hier oben. Also ich nehme dafür am liebsten Gelschreiber. Der ist jetzt sehr, sehr dünn. Es gibt allerdings auch noch, also 0,5 müsste auch noch klappen. Der ist 0,35. So, und wenn ihr jetzt, wenn ich jetzt euch näher ranzoome, wackelt die Kamera wahrscheinlich. So. Ich nehme mir sozusagen diese zwei Punkte als Pupille und male außenrum einfach ein Ei, ein Oval. Und so bekommt der Pinguin größere Augen. Und ihr könnt außenrum schwarz malen. Ich zeige euch noch kurz koloriert. So,
kleiner Tipp von mir, weil dann, so jetzt wackelt die Kamera wieder ein bisschen. So, ja, was brauchen wir jetzt noch? Genau, wir machen jetzt erstmal den Schlitten. Dafür benötigt ihr, ich habe jetzt nur 5er gehabt, bei dem anderen habe ich 2-Cent-Stücke genommen. Ich denke, die sind genauso gut. Ich hoffe es jedenfalls. Außerdem braucht ihr noch ein Stück Acetatfolie. Ihr seht es schon, einfach einen Kreis ausstanzen. Dafür, ich habe es mit der Handstanze probiert und hatte Angst, dass ich mir sie kaputt mache. Also nehmt euch lieber den kleinsten Kreis von den langweisen Kreisen. Und deswegen habe ich auch gesagt, passt auf mit den Dimensionals, dass die nicht zu nah an den Rand kommen. Einfach, dass diese Scheibe da auch noch schön durchfahren kann. So. Den stanze ich jetzt kurz aus. Ich räume hier jetzt nichts weg. Ich zeige euch dann wieder. Ja, also ich habe es befürchtet. Bei der Handstanze hatte ich, wie gesagt, Angst, weil da hat sich schon ein bisschen zerfleddert, dass ich mir die stumpf mache. Und hier ist es jetzt genauso passiert, also er ist nicht durchgegangen. Und da ich mir die meine Stanzform eigentlich nicht stumpf machen möchte, empfehle ich euch einfach, nehmt den Kreis als Schablone, malt es euch auf die Acetatschachtel und schneidet es euch aus. Da man es später ja sowieso nicht sieht, kann der ruhig ein bisschen schlecht ausgeschnitten sein oder ja, muss jetzt nicht genau rund sein. So. Gut. So, jetzt braucht ihr nochmal Dimensionals und zwar Ich nehme jetzt ein älteres, das habe ich nämlich hier schon gemacht. Da komme ich jetzt rein. So. Und das versuche ich jetzt ein bisschen abzurunden. Ja, also ich gehe hier rein, auch mit einer älteren Schere, nicht mit meiner Papierschere. Und versuche. Das habe ich ziemlich klein gemacht. Da lässt sich es einfach besser führen, wenn ihr euch das ein bisschen abrundet. So, das klebe ich jetzt zwischen die 2 5-Cent-Stücke mittig. So. Was ist das? Ein Waschbär? Den klebe ich auch mit 3D auf das 5-Cent-Stück. So, und ich dachte, dass es vielleicht vom Gleiten her einfach eine bessere Angriffsfläche hat, wenn man den Acetatkreis nimmt, weil, also ihr könnt es vielleicht auch ohne ausprobieren, aber ich dachte, es geht einfacher zum Schieben oder er lässt sich einfach schieben. So, das habe ich jetzt einfach mit doppelseitigem Klebeband noch unten dran, dass es einfach eine glatte Fläche hat. So, und anders wie bei den normalen Kulakarten habe ich ja hier oben und unten offen. Deswegen kann ich die jetzt ganz einfach hier zwischen reinschieben. Also zwischen die beiden 5-Cent-Stücke kommt jetzt die Schiene, die wir uns gebaut haben. Ja, von unten besser. Ich hoffe natürlich jetzt, dass ich gut gearbeitet habe und da kein Ups im Weg ist. Sehen wir jetzt. Ja, ich glaube, es funktioniert. Ja, also hier ist nichts im Weg. So,
Kommen wir zur Deko. Legt euch, also ich habe mehrere ausgeschnitten und leg mir die einfach so hin. Und ich schaue ganz einfach, wie mir das gefällt. Hier habe ich jetzt drei Bäume. Ich weiß nicht, ob das zu viel ist. Vorher hatte ich 1, 2. Ich glaube, das gefällt mir nach wie vor besser. Hier unten auf jeden Fall ein großer. So, und eure Bäume, die verhindern jetzt, dass der Waschbär aus der Karte kullert. Jetzt kleben wir die auch wieder oben, wo sie auf der blauen Fläche kleben, mit Dimensionals und unten ein bisschen mit Tombow auf. Das heißt, die obere Spitze und so sieht das Ganze dann aus. Und den hier, den kann man fast mit Tombow einfach nur auf. Ich schaue immer, okay, ich will ihn weiter rechts auf dem Baum haben. Also ist es die Seite. Und wenn ich es so rumdrehe, ist es natürlich genau die andere Seite. Spiegelverkehrt. So. Und da reicht ein bisschen Tombow, dass der klebt. Okay. Damit man den besser führen kann, habe ich mir das Dekoband im Kombipack Zauber der Weihnacht. Ihr seht, es ist leer. Nicht mehr viel. Aber für den Schlitten reicht es noch. Jetzt brauche ich noch den so einen kleinen Handlocher. Kleineres Loch. Das hätte man jetzt auch vorher machen können, bevor man den Schlitten reinmacht. So, ein Stück, das ist jetzt bei mir ca. 18 cm. Und da gehe ich einfach von durch das Loch und mache ganz normal 2 Knoten. Das Gold, finde ich, passt auch ganz gut in die Jahreszeit. Also das kann ruhig ein bisschen abstehen. Und damit es hier vorne nicht ausfranst, mache ich hier auch nochmal einen Knoten rein. Und schon, finde ich immer wieder süß, kann man den ziehen. So, hier unten müssen wir auch nochmal kleben. Da machen wir das Ganze auch mit Tombow, einfach damit er fest ist und damit der... damit der hier gut fahren kann und nicht gestört wird, weil der kann dann schön vor den Baum fahren. Wenn ihr den 3D macht, ist der zu hoch für den und dann kommt er nicht bis runter. So, ups, jetzt habe ich hier, ist mir der 3D-Punkt. Ich glaube, da müssen wir einen neuen machen. Ich glaube, ich habe ihn zu klein geschnitten. Das ist mir vorhin schon aufgefallen. Also noch mal kurz. Weiter am Rand bleiben. So, der ist besser. Dass es gleich ist. Ja. So. Ja. Gut. Weitere Deko wäre jetzt der Hase mit Dimensionals.
Den klebe ich jetzt auf den anderen Hügel, dass der so ein bisschen hier entlang fährt. Dann habe ich den Pinguin. Der kommt hier in die Ecke. Und der fährt natürlich Snowboard mit dem guten Rutschstempel. Ich kann mich nicht erinnern, ob wir schon mal einen guten Rutschstempel hatten. Den finde ich auf jeden Fall ganz klasse, weil da kann man auch extra Karten dann nur für Silvester machen. So, die Schneebälle, mit denen jongliert er. Die klebe ich auch mit kleineren, mit den Minis auf, Dimensionals. So, zwei Bäume zu viel, also die könnte man jetzt noch, ja, könnte man eigentlich noch hier hinten machen. Dann klebe ich den hier mal fest mit Tombow. Und den auch nochmal mit einem Dimensional. So. Was fehlt noch? Ach genau, ja. Und zwar habe ich mir hier einen Uniball Signo. Den finde ich auch am besten. Den kann ich euch echt empfehlen. Weil mir das noch zu wenig war, der Schnee. Und deswegen habe ich einfach ein paar Punkte gesetzt für zwischendrin als Schneegestöber. Um das Ganze noch ein bisschen aufzulockern oder wenn man vorher beim man sieht ja nicht bei Embossing so genau, wo man stempelt. Deswegen sind auch diese Krümel nicht so schlimm, die man vom Embossing haben, falls man den Body nicht hat oder vergessen hat drauf zu machen, wie ich eben. Und das war's schon. Also mit dem Weiß gefällt mir viel besser im Hintergrund. Jetzt so und so, dann passt das richtig. Dann ist es jetzt eine richtige Schneelandschaft. Ja, ich habe hier einfach nur die Figuren anders auskoloriert, aber sonst ist es ziemlich gleich geblieben. Schreibt mir gerne, wie es euch gefällt, ob das überhaupt ja, eine Option ist, überhaupt zu Neujahr noch eine eigene Karte zu verschicken. Wie gesagt, ich fand das cool, wenn man das Kindern, Familien mit Kindern schickt. Dann haben die auch einen tollen Effekt mit dem Runterfahren. Und ja, dann bleibt mir nur noch, euch ein wunderschönes Weihnachtsfest zu wünschen. Ich hoffe, es wird ein tolles Weihnachtsfest, trotz aller Corona-Bestimmungen, und macht's euch einfach schön. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und wir sehen uns schon nächste Woche wieder. Ich habe mir was vorgenommen. Ich bin gespannt, ob ich es überhaupt zeitlich schaffe, aber ich will euch mal den neuen Mini-Katalog zeigen, ein paar Ideen, und das machen wir zwischen den Jahren sozusagen oder in der ersten Januarwoche noch. Da gibt es wieder jeden Tag ein Video. Ich habe mir wieder viel vorgenommen. Und ja, falls ihr noch keinen Katalog habt, wenn ihr einen Mini-Katalog haben wollt fürs nächste Jahr, dann meldet euch gerne bei mir. Ihr wisst ja mittlerweile, wo ihr mich findet. www.jasminsideenreich.de. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch auch sehr gerne bei mir melden oder eine Stampin'-Up-Bestellung abgeben.
Und wie gesagt, ich wünsche euch frohe Weihnachten und wir sehen uns dann. Tschüss!